Oops! Yahoo! Oh, yeah! Oh. Oh, here I go! Und damit, ciao Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Ganz genau. Ich hatte eigentlich von dem zweiten Teil zu Let's Playen, aber das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen sind wir jetzt hier tatsächlich im dritten Teil. Und finde ich ziemlich passend tatsächlich. Auf jeden Fall, wir sind hier. Und das ganze Spiel ist für mich tatsächlich nicht blind. Das tut mir auch leid an die Leute, die es vielleicht blind sehen wollen. Aber für mich ist das Ganze hier nicht blind. Ich habe es 2019 schon mal gespielt in Cringe und tatsächlich vom Fernseher abgefilmt, was halt maximal weird war. Und ja, ist schon tatsächlich bald 4 Jahre her. Deswegen dachte ich mir, machst du es nochmal? Diesmal in 4K und in wunderschön. Und jetzt sind wir hier. Ganz genau. Das Spiel ist so krass mit Liebe gestaltet. Im Vergleich zu den Pokémon-Spielen ist das hier ein Meisterwerk. Genau, für die ganzen Leute, die sich das Let's Play hier blind anschauen. Ich werde natürlich nicht spoilern, keine Sorge. Und ja, das war es eigentlich mit dem Vorwort. Ich würde sagen, wir legen direkt los, denn Luis möchte hier einchecken, glaube ich. Hier rechts kann man auch noch was gucken. Oh, du hast was zu essen für mich. Ja. Zeit, die Füße hochzulegen und zu entspannen. Darf ich euch eine Kostprobe aus unserer reichhaltigen Auswahl an Getränken anbieten? Das soll ein Getränk. Ich sehe da mehr als Getränke. Gut, ich würde sagen, wir checken da mal vorne am Hotel ein, wie man das natürlich üblich macht. Ich hoffe, ihr wart schon alle mal im Urlaub und wisst dementsprechend, wie man in ein Hotel eincheckt. Dieses Hotel ist riesig, Luigi. Und auch so wunderschön eingerichtet. Was für ein Riesenglück, dass wir einen Aufenthalt hier gewonnen haben. Hihi. Okay. Wir haben einen Aufenthalt gewonnen. Sass, wir haben nämlich auch schon mal eine Villa gewonnen. Aber das ist ein anderes Thema. Herzlich willkommen im Hui Hotel. Seid ihr bereit zum Einchecken? Aber natürlich, Herr Willkommen. Der Name ist zu gut. Liebe Gäste, willkommen im Hui Hotel. Mein Name ist Sarah Shrek.
Ich bin die Inhaberin dieses Hotels. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. So läuft man auf jeden Fall Treppen runter. Gehen wir doch erstmal zu den Zimmern. Eure Reise muss sehr anstrengend gewesen sein. Um das Gepäck wird sich unser einzigartiges Personal kümmern. Bei VIPs, ich meine natürlich auch K-Storm, dem MVP, gehört das selbstverständlich zum Service. Genauer gesagt bekommen VIPs und MVPs ein so erstklassiges Rundumpaket, das ihnen Hören und Sehen vergeht. Gehen wir? Ich finde es sehr schön, dass ich hier persönlich auch nochmal angesprochen werde. Vielen Dank. Der Polterpinscher ist so maximal cute. So heißt der Hund, Polterpinscher. Die gibt mir maximale March-Simpson-Vibes. Simpsons-Vibes. Aber ist ja okay. Die Zimmer von Mario, Luigi und Peach sind auf dieser Seite. Und für die Toads haben wir auf der Seite gegenüber Zimmer hergerichtet. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Ich wage vorauszusagen, dass er absolut unvergesslich sein wird. Bye. Night, night. Night, night. Ich vermute mal, am Anfang ist noch sehr viel Story-Technisches. Und später geht's, glaube ich, richtig los. Wir können hier in verschiedene Zimmer reingucken. Boah, alles Gold und Pimp und es schreit nach Fresh Dumbledore. Ich kann in die Toilette gucken. Was will man mehr? Guys, stellt euch vor, ihr seid im Hotel und das Erste, was ihr machen könnt, ist in die Toilette gucken. Direkt die 5-Sterne-Bewertung. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir uns bald ins Bett legen sollten. Ich möchte mich noch ein bisschen umgucken. Ich finde, dieses Spiel ist so goddamn liebevoll designt. Also wirklich geisteskrank. Und Gott, da habe ich mich ja glatt erschreckt. Haha. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Er macht's vor Geist. Wenn euch das Ganze gefällt, natürlich ein Like da lassen. Und um weitere Projekte nicht zu verpassen, den Channel abonnieren. Ganz genau. Wie wär's mit Ausruhen? Ja, safe. Gar kein Problem. Lasst uns doch mal umschauen. Der Textbox zu entnehmen, war das tatsächlich Prinzessin Peach, die da so geschrien hat. Auf einmal ein Teufel. Was befindet sich dann hier drinne? Einfach eine Hand. Okay. Waren das die Luftballons? Ich hasse es, unfassbar. Ich bin so schreckhaft. Bei Luftballons, come on. Was passiert denn hier?
Es scheint mir, als würde alles etwas düsterer werden. Die Bilder sehen schön aus. Ja, das war's mit der Mütze. By the way, ich wollte tatsächlich auch so eine Mütze anziehen, aber da ist so ein riesengroßer Greenscreen hinter mir, der sagt ja, nö, grüne Mütze geht gar nicht. Ja, wie viel Gepäck hat Peach eigentlich dabei? Das ist so typisch klischeehaft. Ich sage typisch klischeehaft. Nein, nicht die Ballons. Ich achte auf die Ballons. Hier wohnt Mario, I guess. Oh, Spinnen. Angenehm. Moin. Mario ist auch nicht, aber Mario hat schön die Pizza gegessen. Hier ist wahrscheinlich auch wieder sowas drin. Nö. Ich finde, der Tee, der qualmt in grün, würde ich schon mal einen Sip nehmen. Oh, Geld. Unsere erste Münze. Wunderbar. Also, ich denke mal, allen ist klar, Mario ist hier nicht mehr. Oh, Schreck, was ist passiert? Steppen wir doch mal hier hinten in das nächste Türchen hinein. Wer wohnt hier? Ich denke, die Toads, weil die das ganze Gepäck tragen mussten. Ich will wieder in die Schränke gucken. Vielleicht passiert was Lustiges. Nee. Ey, ich finde das... Das ist so cool. Ey, man kann mit allem interagieren. Seht euch das an. Pokémon. Warum könnt ihr eigentlich nichts? Ich würde sagen, wir steppen direkt mal weiter. Unser meistgeschätzter VIP. Oh, und der Typ hinter der Kamera. Ich war gerade auf dem Weg zu dir. Ist mit dem Zimmer soweit alles in Ordnung? Die Einrichtung ist der letzte Schrei, nicht wahr? Ach, ich bin richtig aufgeregt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel es mir bedeutet, dass du die Einladung angenommen hast. Da liegt die Frage auf der Hand. Warum das wohl so ist? Ganz einfach. Es gibt da jemanden, den ich über alles verehre. Er inspiriert mich zu meinen besten Ideen, wie zum Beispiel dich hierher einzuladen. Ich bin ein riesiger Fan von ihm, deshalb freut es mich ungemein, ihm jemanden vorstellen zu dürfen. Dich. Ganz genau, Luigi. Dich und niemand anderen. Hoffentlich bist du bereit für... Überraschung, Luigi. Ich bin es. König Buhu. Dieser alte Kauz hatte mich ja in seinem Labor eingesperrt. Aber, wie du siehst, konnte ich entkommen. Die Hotelinhaberin wollte mich schrecklich gern treffen und hat mir geholfen. Hurra! Ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich hier auftauchst. Aber ich bin darauf vorbereitet. Mein Rachefeldzug steht kurz vor dem Abschluss. Was für ein Rachefeldzug? Nun ja, die Frage lag nahe. Das erkläre ich dir gerne. Entschuldigung, Sprachfehler. Ich banne deine Urlaubsbegleiter und dich in Bilder. Ach, Luigi, es wird schon bald alles vorbei sein. Zeit für ein Wiedersehen mit der Familie. Wuhu. Oh, no. Muahaha. Wie gefällt dir das? Absolut umwerfend, gib's zu. Ach, und das hier habe ich auch schon vorbereitet. Extra für dich reserviert. Halt still, Luigi, und setzt ein verschrecktes Gesicht auf. Das Spiel ist aus. An der Stelle, nein, danke. Aber danke für das Angebot. Ich fühle mich sehr geehrt. Oh mein Gott, ist er schnell, lauf doch. Ich glaube, schütteln bringt nichts. Da ist ein Koffer im Weg, oh mein Gott. Schnell, schnell, weg da, weg da, weg da. Ganz dringend weg hier.
herzlich willkommen zu Luigi's Mansion 3.